Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Game Dev Tycoon. Ja, wunderbar, super Moderation. So wie sonst auch, ist schon wieder ein bisschen her. Was haben wir gemacht? Was müssen wir machen? Sieht so aus, als wären die nicht im Urlaub. Wollte ich die in der Folge jetzt hier in Urlaub schicken oder habe ich die schon in Urlaub geschickt und es muss erst noch angezeigt werden? Ich muss sie in Urlaub schicken. Gut, dann machen wir das ganz geschwind. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Wahrscheinlich wieder Auftragsarbeiten, irgendwelche Sachen trainiert und erforscht. Also keine Spiele oder Engines oder sowas. Obwohl wir einige Forschungspunkte haben und unser F&E-Labor hat gerade auch kein Projekt. Was hatten wir denn als letztes? Möglichkeiten des Internets, oder? Wir können MMOs entwickeln, AAA, der AI-Debugger. Wo ich hoffe, dass wir den nicht jedes Mal neu erforschen müssen, damit wir ein paar Bugs loswerden, so wie zum Beispiel bei der Spielemesse und so, hatte ich ja schon mal erwähnt. Glaube ich. Wir machen jetzt einfach mal... obwohl Codename Grid... Muss man geschwind überlegen, weil ich habe ja noch die Super-Webseiten-Mod installiert. Leider nicht aktiviert, weil es da irgendwie mal Fehler gibt. Ich habe gar nicht geguckt, ob es bei der Neuigkeiten gibt. Wahrscheinlich nicht. Bei der letzten Aufnahme gab es jedenfalls keine. Und die ist jetzt auch nicht so lange her, eine Woche oder so. Und, ich weiß nicht, irgendwo war auf jeden Fall bei Grid, bei diesem Codename Grid, konnte man auch irgendwelche Sachen einstellen und sowas. Das ist eine neue Sache. Ich glaube, das war mit der Camelot-Expansion-Pack-Mod dabei und nicht mit der Webseiten-Mod. Weil Webseiten-Mod muss ja eigentlich nur hier eine Option geben, Website erstellen. Deswegen würde ich sagen, wir machen es einfach mal und wenn diese Option dann einfach nicht dabei ist, dieses Feature, weil das mit der Website-Mod zusammenhängt, dann ist auch egal, dann deinstalliere ich die einfach und gut ist. Wenn die Entwickler das nicht hinbekommen, dass es läuft, dann tut mir leid, dann kann der Nutzer das auch eher nicht benutzen. Ne? Schade, aber na gut. Codename Grid. Ein mutiger Plan, eine internetbasierte Vertriebsplattform für Spiele zu entwickeln. Anstatt Spiele im Einzelhandel zu kaufen, können Spieler auf der ganzen Welt diese einfach herunterladen. Die Plattform unterstützt digitale Rechteverwaltung, um gegen Raubkopierer anzukämpfen. Außerdem eröffnet sie einen neuen Markt für kleinere Entwickler, ihre Spiele zu präsentieren. Das wäre dann quasi der Äquivalent zu Steam, wie man an diesem lustigen Zeichen auch schon vermuten kann, weil es ja so ähnlich ist. Ne, Steam ist ja auch hier so, nur mit so Achten oder so, glaube ich. Ihr kennt das Zeichen ja sicher. Codename Grid, Vertriebsplattform, die bringt uns dann monatlich ein paar Einnahmen. Und vielleicht kann man es noch ein bisschen anpassen, je nachdem, wie die Mod das da unterstützt. Aber das müssen wir eh erstmal erforschen. Das machen wir 1200 Projektpunkte. Mit 3 Millionen pro Monat würde das ja nicht allzu lange dauern. Derzeit scheinen Abenteuerspiele besonders angesagt zu sein. Gut, können wir mal schauen, ob wir da vielleicht eins machen wollen. Wir würden jetzt wahrscheinlich eh ein neues Spiel erstellen. Von dem her, jetzt wenn die frisch aus dem Urlaub kommen, mit neuer Power, neuer Kraft und Energie und Motivation natürlich auch. Da kann man schon mal sich dran setzen. Branchenneuigkeiten. Nach massiven Protesten gegen die fragwürdigen Funktionen der neuen Mbox One hat Microsoft heute einen Brief veröffentlicht, aus dem zu entnehmen ist, dass sie ihre Pläne ändern werden. Die Mbox One wird nicht mehr eine ständige Internetverbindung benötigen und es wird keine Einschränkungen beim Verkauf und Verleih von Spielen geben. Ganz klar haben andere und beliebte Strategien von Unternehmen wie Fonny und die lautstarken Spieler selber diesen Kurswechsel herbeigeführt. Bravo, Applaus, Applaus. Schauen wir erst einmal in die dafür reicht die Spielehistorie. Ich will eigentlich nur schauen, was wir als letztes gemacht haben. Ah ja, Transportsimulation, Survival-Abenteuer, Wildwestern-Abenteuer, Wimmelbildspaß. Wie ist denn das mit Spiele berichten? Ja, können wir nicht. Engines. Haben wir irgendwelche neuen Sachen, die man in eine Engine bauen könnte? Lineare Erzählung. Wir haben die verzweigende Erzählung schon mal. Das würde fürs Erste reichen. Nee, haben wir alles eigentlich drin. Gut, dann
gucken wir mal. Machen wir natürlich ein großes Spiel. Wir sind ja genügend Leute dafür und kennen uns damit auch eigentlich ganz gut aus. Natürlich nehmen wir die neueste Engine, die SkyEngine 9. Ein Abenteuer. Und was haben wir denn als Thema? Oh Gott, es ist viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich für eins entscheiden. Das ist ja schlimm. Irgendwas von den neuesten dann wahrscheinlich. Hide-and-Seek-Abenteuer. Oh je. Was, ob das ankommt? Wir hatten Survival als Abend, unser letztes Abenteuerspiel gemacht. Rhythmus, Demons, wahrscheinlich eher Actionspiel, oder? Dämonen, Rage. Wildwestern-Abenteuer war nicht so gut. Mummies. Also, Mumien, denke ich mal. Mumien-Abenteuerspiel, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fantasy-Abenteuer, sowas geht halt immer. Aber hatten wir bestimmt auch schon mal. Oder so eine Menge Fantasie, ne? Oder war das ein Rollenspiel? Weiß ich nicht. Abenteuer hatten wir bestimmt auch irgendwann ganz am Anfang. Survival-Rhythmus, bla 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 bla. Kann ich da mal ganz kurz in die Mod reinschauen? Ich würde gerne wissen. Gut, dann braucht es noch ein kleines bisschen. Wir gucken mal hier Infostats. Release-Details. Und was wollte ich gucken? Abenteuer müsste hier hinten stehen. Genre. Hört jetzt nach dem Genre. Ja, es sind aber nicht so viele Abenteuerspiele gewesen eigentlich. Point and Click, Fantasy, Bobsleigh, Zeitreise, Comedy, Survival, Horror, Spion, Wildwesten. Point and Click, Fantasy, Bobsleigh, Zeitreise, Comedy, Survival, Horror, Spion, Wilder Westen. Okay. Wizards Abenteuer vielleicht. UFO Abenteuer. Dark Fantasy Abenteuer. Dark Fantasy Abenteuer. Oder eher Dark Fantasy Rollenspiel. Ich meine, wir wollen ein Abenteuer machen. Gut, wir hatten auch ein Bobsleigh Abenteuer gemacht. Und ein Wildwestern-Abenteuer, was alles nicht gut angekommen ist. Dann machen wir halt ein Dark-Fantasy-Abenteuer. Für Abenteuer PC. Oh, der ist aber weit oben, der PC auf einmal. Oder, nee, ich kann nicht weiter nach oben scrollen. Marktanteil 8,1. Ah ja, da kam mir ja letztens eine Meldung, dass hier PC-Revolution und so bevorsteht. Mit neuer Hardware, Technologie und so weiter. Da ist er dementsprechend weit nach oben gesprungen. Wunderschön, wunderbar. Mbox 360, obwohl Mbox One und so, die sind jetzt auch da. Oder ne, die kommen noch, die kommen bald. Aber wir können nicht drauf warten. Machen wir halt noch ein Current Gen. Also derzeitige Generation, noch nicht die nächste Generation. Abenteuer. Und auch für die Blade System 3. Mit der SkyEngine 9. Ein großes Spiel für alle Dark Fantasy oder Dark Fantasy Erwachsene. Ne, ich glaube nicht. Ein Dark Fantasy Abenteuer. Ah, da hatte ich. Wie heißt denn das? Ich glaube. Gibt es da nicht auch einen Roman? Eine Romanreihe von Markus Heitz? Die so heißt. Also, ich habe die ganzen Bücher doch im anderen Zimmer. Hinter der Wand. Hier links neben mir ist eine Wand. Und auf der anderen Seite von der Wand stehen die ganzen Bücher. Könnte ich eigentlich. Ah, ich glaube, die heißt so, oder? Eigentlich nur wegen Dark, Dunkel und die dunkle Zeit. Abenteuer. Ne? DDZ, die dunkle Zeit. Doch, müsste eigentlich so heißen. Muss ich auch unbedingt mal weiterlesen. Aber man kommt ja zu nichts, ne? Die dunkle Zeit. Abenteuer, alle müssen alles so gehen. Yo, ein neues Spielkonzept. Nein, das ist für Action, die explodierenden Fässer. In die dunkle Zeit geht es darum, dass der kleine. Oh Gott, das ist schon ewig her. Wie heißt der Typ nochmal? Tokaru? Nee. Toyota. Ach, es tut mir leid, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie die ganzen Leute heißen. So, Verzweigung der Erzählung. Alles rein, Story Quest wichtig. Hier, 60% Engine. Mehrspielermodus. Und. Speichert der Spielstand.
Quicksaving ist wichtig. Mod Support. Wohl eigentlich. Ich glaube, es kommt da nur so auf den Preis an, was das nun genau ist. Es hat keinen Einfluss darauf, sondern halt so viele wie möglich. Und halt wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, man muss darauf achten, dass man hier 100% hat, beziehungsweise dass kein Prozent dasteht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt 20 15.000 da reinmache, dann wäre es nicht so gut, als wenn ich zum Beispiel 5 eine Million Sachen reinmache. Ihr versteht? Zum Beispiel Cloud-Spielstände sind besser als gespeicherte Spielstände. Aber wenn ich es so mache, dann haben wir nicht genug. Es ist schwierig zu erklären. Vor allem, weil ich nicht genau weiß, was ich sagen will. Aber ihr werdet es schon wissen. Fähigkeitsbäume würde schon reichen, es rauszunehmen. Erfolge, Tutorial. Machen wir es mal so. Das sieht ganz gut aus. Story Quest. Unser Designer, wunderbar. Und wer macht dann die Dialoge? Machst du dann wahrscheinlich, oder? Ja. Gameplay, der Aaron Troschke, Dunk Duncan. Ja. Ja. Man muss auch mal Ja sagen. Ich denke schon, das ist alles andere ist eher so Technologie. Grafik machen, ja doch. Die Rollenverteilungen hier von unseren Mitarbeitern, wer was macht, das ist ja meistens eigentlich in Ordnung. Wir aktivieren hier mal bei allen den Boost, dass sie den gegen Ende nochmal aufladen können. Und kündigen unser Spiel schon mal hier mit Zeitschriften an. Oh, das hat nichts gebracht. Schade. War vielleicht etwas zu früh. Wir gehen natürlich mit der großen Messe rein. Wir haben ja das Geld dafür. Kein Problem. Großes Spiel erfordert große Verantwortung. Eine große Messe. Der Sebastian hat noch keinen Boost, ne? War irgendwie noch zu niedriglevelig dafür, glaube ich. So, hier. Level Design passt. Dialoge, Körpersprache, zwar eine einfache, aber besser als nichts. KI-Gefährten, nee, wenn dann schon eine gute KI. Die KI machst du. Ja. Gut. Dann müsste der Grant das nicht machen, dass der halt dann ein bisschen entlastet wird. Hier, man muss ja immer schön die Aufgabengebiete auf alle Leute verteilen. Sonst werden die ja überarbeitet. Dann kriegen wir nachher noch den Bonus für gutes Management. Von, ich glaube, 1,3 ist es. Level Design. Mach du mal das Level Design, dann mache ich nachher die Grafik. Und Sound. Machst dann auch du oder du? Rainer wahrscheinlich vielleicht. Ja, ich denke, es geht so. Das wird schon so passen. Jetzt eine große Kampagne. Ja, das sieht ja schon besser aus mit dem Hype jetzt. Und mit der Messe haben wir dann nachher auch noch schön ein paar Hunderter, ein paar zweistellige Zahlen. Dreistellige Zahlen da stehen. Also zweistellige Zahlen kommen vielleicht noch dazu. Die Mbox One wurde gerade angekündigt und wir sind hier schon auf der Messe. Mit unserem Spiel, die dunkle Zeit. Und knacken wir die Millionen, jawohl. Hatten wir bestimmt noch vorher schon mal geknackt. 1,3 Millionen Besucher. Und wir sind der beste Messestand des Jahres. Waren wir bestimmt auch schon mal. Und hier, bam, so ein krasser Hype. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Ich probiere es nochmal. Mit Zeitschriften. Seit der Messe haben wir ja einiges verbessern können. Das sieht gut aus. Ein paar mehr Punkte könnte man sich wünschen. Aber ich denke, das wird schon passen. Grafik war nicht so wichtig wie Sound, oder? Sound. Machen wir es mal so. Ich mach den Sound, wenn der wichtiger ist. Ja, Mann, wir sind echt so gut mit der Grafik bei Abenteuerspielen. Wir haben nicht mal genug Zeit, die Grafik gescheit zu machen, weil wir so viele. Weil die einfach so hoch entwickelt ist. Oder wir schrauben die Grafik auch noch ein bisschen hoch, so. Brian, die Spielwelt, das Spielweltdesign, ich glaube eher nicht.
Spielweltdesign macht Rainer. Oder macht Rainer den Sound und ich das Spielweltdesign. Und Sebastian macht die Grafik. Nein, ich habe vergessen, die anderen... die Features einzustellen. Boah. Nochmal eine große Kampagne. So, rein zu Werbezwecken, damit wir dann das Geld wieder reinkriegen für die Features, die ich gerade verpatzt habe. Schade. Ja, egal. Wird schon passen irgendwie. PlaySystem 4 ist ebenfalls auf dem Markt am Start vorhanden. Oh, unser Codename Grid ist gleich fertig.